eindeutig. Das ist der griechische Philosoph Sokrates. Und das ist sein Schüler Platon. Beide lebten und wirkten in Athen. Von Sokrates wissen wir nur durch Platons Niederschriften. Platons Werke bestehen unter anderem aus Dialogen oder Berichten von Dialogen, die von seinem Lehrer Sokrates an öffentlichen Plätzen oder in gastoffenen Häusern geführt worden waren. Und diese waren Lehrmaterial der Platonischen Akademie, niedergeschrieben zur Unterstützung der Erinnerung. Wie agierte Sokrates in Platons Niederschriften? Er redete, unterhielt sich und diskutierte mit seinen Schülern, mit Handwerkern, mit seinen Sophistenkollegen und mit den Athener Aristokraten. Sokrates bevorzugter Gesprächsstil war der Demäutik. Sokrates, dessen Mutter eine Maja, also eine Hebamme war, verglich seine Gesprächstechnik mit der Geburtshilfe. Gemeint ist, dass man einer Person zu einer Erkenntnis verhilft, indem man sie durch geeignete Fragen dazu veranlasst, den betreffenden Sachverhalt selbst herauszufinden. So wird die Einsicht mithilfe der Hebamme als Lernhelferin geboren. Der Lernende ist in diesem Bild der bzw. die Gebärende. Der Gegensatz zur Mäeutik wäre ein Unterricht, wo der Lehrer den Schülern den Stoff dozierend mitteilt. Mäeutik ist also die Hebammentechnik, in der Sokrates den jeweiligen Gesprächspartner anhand seiner geschickten Gesprächslenkung zu Erkenntnissen verhilft und fördert. In zahlreichen Dialogen lässt Platon Sokrates als Hauptsprecher auftreten und die mäeutische Vorgehensweise im Umgang mit einzelnen Problemen und Gesprächspartnern demonstrieren. Wir veranschaulichen dies an einem Ausschnitt aus dem Höhlengleichnis. Sokrates' Gesprächspartner ist hier der Bruder von Platon, nämlich Glaukon. Worum geht es im Höhlengleichnis? Platon vergleicht hier das menschliche Dasein mit dem Aufenthalt in einer unterirdischen Behausung. Gefesselt mit dem Rücken gegen den Höhleneingang erblickt der Mensch nur die Schatten der Dinge, die er für die alleinige Wirklichkeit hält. Löste man seine Fesseln und führte ihn aus der Höhle in die lichte Welt mit ihren wirklichen Dingen, so würden ihm zuerst die Augen wehtun und er würde seine Schattenwelt für wahr, die wahre Welt für unwirklich halten. Erst allmählich, Schritt für Schritt, würde er sich an die Wahrheit gewöhnen. Kehrte er aber in die Höhle zurück, um die anderen Menschen aus ihrer Haft zu befreien, von ihrem Wahn zu erlösen, so würden sie ihn nicht glauben, ihm heftig zürnen und ihn vielleicht sogar töten. Hier nun ein kurzer Ausschnitt aus dem Gespräch zwischen Sokrates und Glaukon, wo der ehemals in der Höhle Gefesselte sich auf dem Weg befindet, die Höhle widerspenstig zu verlassen und die Sonne erstmals schmerzlich wahrnimmt. Sokrates stellt folgende Frage an Glaukon. Und wenn man ihn gar in das Licht selbst zu sehen nötigte, würden ihm wohl die Augen schmerzen und er würde fliehen und zu jenem zurückkehren, was er anzusehen imstande ist, fest überzeugt, dies sei in der Tat deutlicher als das zuletzt Gezeigte? Glaukon antwortet darauf, allerdings. Sokrates fährt sodann fort. Und wenn ihn einer mit der Gewalt von dort durch den unwegsamen und steilen Aufgang schleppte und nicht losließe, bis er ihn an das Licht der Sonne gebracht hätte, wird er nicht viel Schmerzen haben und sich gar ungern schleppen lassen? Und wenn er nun an das Licht kommt und die Augen voll Strahlen hat, wird er nicht das Geringste sehen können von dem, was nun für das Wahre gegeben wird? Glaukon antwortet. Freilich nicht, wenigstens nicht zugleich. Was fällt auf? Sokrates wird extrem lange Monologe, auf die Glaukon sehr kurz, die Ausführungen von Sokrates bestätigend, antwortet. Auf die Aufgabe einer Hebamme bezogen bedeutet das? Die Hebamme sagt der Gebärenden, wo es lang geht. Die Gebärende muss jedoch selbst das Kind zur Welt bringen. Das kann die Hebamme ihr nicht abnehmen. Diesen Kraft- und Willensakt muss die Gebärende selbst aufbringen. Auf die Aufgabe des Philosophen Sokrates gegenüber seinem Schüler Glaukon bezogen bedeutet das? Sokrates in der Funktion der helfenden und geschulten Hebamme sagt dem Schüler Glaukon, wo es lang geht. Glaukon in der Rolle des Gebärenden muss jedoch selbst diesen Kraft- und Willensakt aufbringen wollen, um das Kind, nämlich das philosophische Gedankengut der Ideenlehre, zu gebären, also persönlich zu erkennen bzw. zu begreifen und umzusetzen. Ziel der Philosophen Sokrates und Platon ist hier, den Schüler zum Bemühen und die Erkenntnis des Guten heranzuführen. Denn das Gute ist das höchstrangige Erkenntnissubjekt und letztendlich das Ziel aller philosophischen Bestrebungen.